Hallo, mein Name ist Alina Wolf. Ich bin an der Hochschule Konstanz in der zentralen Studienberatung tätig. Wir sind aktuell ein Team von 4 Personen und befassen uns in der Regel damit, Studieninteressierte, aber auch Studierende zu beraten, zu begleiten, und zwar in verschiedenen Phasen, vor allem vor, während, aber auch durch das Studium. Der größte Unterschied zu meinem regulären Arbeitsalltag ist sicherlich darin zu sehen, dass ich keine persönlichen Beratungsgespräche führe. Das ist in der Regel die Hauptaufgabe bei mir im Büro und das ist auch etwas, was ich ehrlich gesagt stark vermisse. Da wir persönliche Beratung nicht mehr anbieten können, haben wir versucht, digital viele Fragen aufzufangen. So ist ein großes Video entstanden, der den Studierenden Studieneinstieg erleichtern soll. Und im nächsten Schritt haben wir natürlich auch an die Studieninteressierten gedacht und auch eine Art Video-Workshop zur Studienwahl erarbeitet. Der soll einladen, Studieninteressierte sich eigenverantwortlich selbstständig mit der Studienwahl zu befassen. Worauf ich mich vor allem nach der Corona-Zeit freue, wenn der Alltag uns wieder einholt, ist die Begegnung mit den Kolleginnen und Kollegen, das Wiedersehen auch mit den Studentinnen und Studenten, den vollen Campus, aber auch den Blick auf den Rhein und einfach wieder im Alltag ankommen. Was Positives nach Corona bleibt, ist sicherlich unsere Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben. Wir konnten all unsere Kompetenzen im Team erweitern, konnten neue Dinge ausprobieren, uns der Digitalisierung nähern und werden auch diese Erfahrung sicherlich in nach Corona-Zeiten weiter verfolgen und tolle neue Formate daraus entstehen lassen.